Hallo, wie immer, wenn ihr das hier anschaltet, gibt es ein neues Dev Forever. Diesmal mit Asphyx-Titel, passend zu, zeig mal, zu deinem Longsleeve. Das ist Björn Thorsten Jaschinski, falls Hallo. Das noch nicht alle von alleine gemerkt haben. Früher saß auf deinem Platz ja Frank Albrecht, auf diesem leicht durchgesessenen Thron da. Noch hin, saß vorher Frank. Frank ist ja immer noch dabei, nur nicht mehr hier im Büro und dafür sitzt du jetzt hier. Aber das wissen ja alle inzwischen. Und dann haben wir dich aber trotzdem nochmal vorgestellt. Ja, Asphyx-Titel, warum machen wir das denn jetzt? Machen wir ja nicht nur... ausnahmsweise ist mein Kleiderschrank nicht schuld damit dran. Damit du zum Titel passt. Ja, es war mal an der Zeit, das Album spricht für sich und außerdem, die Band gibt es seit Ewigkeiten, hat noch nie ein schlechtes Album rausgebracht und selbst wenn jetzt kein Urmitglied mehr dabei ist, haben Asphyx einfach einen Sound von Anfang an definiert und haben sie eigentlich mit ihrem Comeback-Album We Doom You To Death Piece darauf einen Song auf den Punkt gebracht, wofür sie stehen. Und das ziehen sie auch gnadenlos durch, mit einem Hauch von Überraschungen in manchen Songs, aber eben ansonsten gnadenlos souverän ihren Stil einfach. Ja, ich denke auch. Also es ist jedes Asphyx-Album ist eine Bank. Bis jetzt gab es noch keins, das enttäuscht hat. Und das Neue ist, also zumindest mich nicht enttäuscht hat, und das Neue ist also ja, gewohnt stark, ne? Ist keine Frage, sonst hätten wir es natürlich auch nicht gemacht. Für das Titelfoto haben wir selber eine Fotosession gemacht. Die Band hatte, muss man jetzt ja dazu sagen, vor dem neuen Lockdown hatten die einen Kamerashoot und da haben wir Saskia hingeschickt, unsere Fotografin, die hat eine Session gemacht, die auch sehr gut geworden ist. Vor allem Husky ist super getroffen. Das ist ein Foto im Heft, das ist mein absolutes Lieblingsbild von ihm. Ja. Guck mal, wenn du das Heft guckst, mal auf Seite 18 unten links. Das ist mein absolutes Lieblingsfoto von Husky. Das ist echt super. Ja, Saskia hat geile Bilder gemacht und das Album ist klasse und so gesehen verdient der Titel. Ne? Wir hatten es eh schon länger vor, also wir haben schon länger überlegt, dass die Band mal auf den Titel gehört und haben da einfach das Album abgewartet. Gut, dann lassen wir durchblättern. Vorwort, Inhalt, News. So, du hast Tribulation, das neue Album, gehört, ne? Steht zumindest dein Name drunter. Das ist soweit richtig, genau. Das war vergleichsweise auf dem letzten Drücker. Wir haben es gerade noch ins Heft geschafft damit. Und ja, man sieht, die Band trägt auch Masken. Das ist unter anderem auch ein Thema gewesen in dem Gespräch. Aber natürlich geht es auch darum, erstmal den Höreindruck jetzt von den neuen Songs zu vermitteln. Gerade Tribulation sind ja eine Band, die sich speziell früher von Album zu Album sehr stark verändert haben. Und da ist natürlich jeder wahrscheinlich gespannt darauf, ob das neue Album jetzt irgendwie auf Linie des Vorgängers liegt oder wieder ganz anders. Eddie Van Halen, Nachruf von Lars, den ich sehr gut finde, den Nachruf. Dann den Soundtrack meines Lebens hat diesmal Dan Swanö geschrieben, zusammengestellt und geschrieben. Dann haben wir die Kutte, das Konzert, die Kutte der Ausgabe, das Konzert der Ausgabe. Ein Nachruf auf Ken Hensley haben wir natürlich auch drin, von Peter Hesse. Ja, dann den Gunnar Schröder von Dritte Wahl mit seiner Kolumne bei uns. Ja, ich glaube, diesmal hat er seine Beste abgeliefert. Also ich habe jedenfalls laut gelacht, aber... ich will das jetzt auch nicht schon vorbeurteilen. Ja, denn die Asphyx-Geschichte, die hast du dir mit deinem Counterpart Frank Albrecht geteilt. Ne? Die habt ihr beide zusammen gemacht. Ihr habt drei der vier habt ihr interviewt. Genau, und weil Alvin da nicht zur Sprache kommt, finde ich, wir müssen mal kurz darauf hinweisen, auf dem gestochen scharfen Coverbild, er trägt ein wunderbares Sacramentum-Shirt. Was du dir dann sofort am nächsten Tag geschaut hast. Ne? Genau, das ist die Sache. In den 90ern hatte die Band das selbst gar nicht aufgelegt. Das Cover ist fantastisch. Und ja, es war Inspiration genug, direkt bei Katschel eine Bestellung einzureichen. Okay, super. Werden sich jetzt auch Katschel freuen. Also die Asphyx-Geschichte, du und Frank zusammen, habt ihr ein Teamwork gemacht. Das ist auch prima so. Dann gibt es eine längere Accept-Geschichte von Andreas Schulz. Auch da gibt es ein neues Album. Gewohnt stark. Ja, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Einfach ein gewohnt starkes Album. Dann fällt ein Poster aus dem Heft. Gucken wir mal eben. Erstmal hier diese Seite. Ein absoluter Klassiker. Ja, ich denke mal Andy Sneap in der Form, wo man sich noch nicht über ihn streiten kann. Nee, damals also als blutjunger Gitarrist
jeder, der dieses Magazin liest, sollte auch dieses Album in irgendeiner Form besitzen oder zumindest kennen. Finde ich, ohne geht schlecht. So, und dann auf der anderen Seite haben wir die zwei begnadetsten Poser der momentanen Black- und Death-Metal-Szene. Poser natürlich jetzt positiv gemeint, also im Sinne von, die machen was her auf der Bühne und sind immer super anzugucken. Und ja, also ich kenne niemanden, der sich die nicht gerne ansieht. Und die letzten beiden Necrophobic-Alben, nicht nur die letzten beiden natürlich, eigentlich alle, aber die letzten beiden Scheiben sind ja nur auch über jeden Zweifel erhaben. Also ich unterscheiden sich zwar voneinander, die beiden Platten, aber kommt trotzdem gleich gut an, ne? Oder und wer noch oder Platz neben dem Niflheim-Poster aus der letzten Ausgabe hat, kann da direkt eigentlich nahtlos dran anschließen. Das passt wie Arsch auf einmal zusammen. Denke ich auch, ja. Gut, das ist auch wieder ein Live-Bild von Saskia übrigens. Hier. Geschossen auf dem glorreichen Partisan, das wir hoffentlich bald wieder erleben. Da entstand dieses Bild. So, dann haben wir eine längere Geschichte über Sodom, auch von Andy Schulz. Ja, da geht es nicht nur um das neue Album, beziehungsweise nicht nur um die musikalische Seite des neuen Albums, sondern auch um Texte. Und Tom hat sich da bei einem Song, Nicht mehr mein Land, relativ weit aus dem Fenster gelehnt, erklärt es aber sehr gut in diesem Interview. Und Andy hat auch schön nachgehakt. Also ich finde, es eine sehr interessante Geschichte dabei rausgekommen. Drei Seiten Sodom. Dann geht es weiter mit Abigor. Böse, böse. Black Metal, und zwar richtiger Black Metal. Also kein trendy Black Metal, sondern die echte Variante davon. Und zwar auf vier Seiten. Warum so viel? Ganz einfach, weil das Interview bemerkenswert stark ist. Geführt von Manuel Trummer übrigens. Ich meine, dass Manuel gute Interviews macht, brauchen wir gar nicht mehr zu erwähnen. Das wissen alle, aber es gehört ja auch der andere Part dazu, der Gegenpart. TT von Abigor. Erstmal gibt es ein super starkes neues Album. Das Album heißt Totschläger und hat dann noch einen englischen Untertitel. Das ist also ein bemerkenswert starkes Album. Eins der besten Black Metal-Alben der letzten Zeit, meiner Meinung nach. Und auch Manuels Meinung, und das Interview geht aber viel, viel tiefer natürlich, als jetzt nur das neue Album abzuhaken. Ja, ich finde es sehr lesenswert. Inhaltlich möchte ich da eigentlich gar nichts vorwegnehmen, müsst das schon selber lesen, aber es geht schon sehr in die Tiefe. Ne? Also vier Seiten Abigor. Genau, ein Plädoyer zur Radikalität im Black Metal. Du darfst weitermachen. Ja, gerade mit Ian McKay, da erwischt du mich natürlich total auf dem falschen Fuß. Also ich muss sagen, deswegen sollst du heute machen. Nee, Ian McKay kannte ich eigentlich jahrelang nur durch die Parodie von NoFX eigentlich. Aber du weißt, wer aber es ist, ne? Ich weiß, wer es ist, dass es jemand ist, der diesen Straight-Edge-Begriff oder die ganze Straight-Edge-Ideologie halt sehr stark mitgeprägt hat, und natürlich auch jemand, der nicht nur Wolf musikalisch sehr am Herzen liegt. Du solltest die Bands nennen, weil das ist jetzt noch wichtiger. Unglaubliche Vielseitigkeit steht, genau. Also Minor Threat, das waren die, die auch von NoFX vereimert wurden. Dann ja, Palehead waren mir zum Beispiel gar kein Begriff. Das ist dann wieder das Thema Weiterbildung am Arbeitsplatz. Ja, Fugazi. Vor allem Fugazi. Genau, ja, die kennt man dann zumindest vom Hören sagen. Also ich sag mal, für unseren Kosmos ist ja doch wichtiger noch als die Straight Edge Geschichte, für die er zwar steht, aber das ist ja nur eine Seite von ihm. Sind ja doch vor allem Minor Threat und Fugazi. Ne? Also die beiden Bands sind ja sehr Death Forever kompatibel, und natürlich ist das Interview, wie immer, wenn man so jemanden interviewt, ist es ja nicht, ist es Quatsch, darüber ein Gespräch über ein neues Album zu machen. Der hat eine neue Band, die heißt Kuriki. Aber das ist eigentlich zweitrangig, sondern es geht ja um das ganze Lebenswerk und auch viel um Politik und so weiter. Und es gibt vier Seiten von Wolf. Ne? Wolf hat vier Seiten gemacht. Auch ein bemerkenswertes Gespräch. So, jetzt bin ich hier schon wieder ins Wort gefallen. Also mach du mal die nächsten. Ja, gerade mit Demon Head tue ich mich ja eigentlich schwer, muss ich sagen. Wenn man einen Blick in die Soundcheck-Noten wirft, dann war das sicherlich nicht das Album, was mir besonders stark am Herzen lag oder was ich vielleicht auch einfach nur nicht verstanden habe. Ja, sag mal dazu, was das ist, sonst kann sich da jetzt keiner wirklich was drunter vorstellen. Also Andy ist total begeistert,
Der ist halt durchgedreht, als er es gehört hat. Andy Schulz, ne? Von dem ist die Rede. Der hat auch Story gemacht. Ja, was machen wir für Musik? Da hast du mich natürlich wieder. Ja, musst du schon dazu sagen. Ja, okkultes Brimborium. Also mir fällt es wirklich schwer, das auf den Punkt zu bringen. Muss aber auch sagen, dass ich mit den ganzen Vorgängeralben, das ist ja schon das vierte, um das es jetzt hier geht, auch wenig bis nicht vertraut bin einfach. So. Okay, dann sagen wir mal, die Zielgruppe wird das schon von sich aus finden. Ne? Also Indy hat es verglichen mit In Solitude, The Devil's Blood und King Diamond. King Diamond höre ich darin gar nicht. Also ist jetzt, also meiner Meinung nach, nicht. The Devil's Blood stimmt ideologisch und In Solitude stimmt musikalisch. Wobei man In Solitude die Spätphase sagen muss. Also geht es ums Sister-Album. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das ist. Aber ja, gut. Das ist eine Band, die auf jeden Fall polarisiert. Und wie immer, polarisierende Bands sind eigentlich die interessanteren. Also die Konsensbands sind ja oft nicht so interessant. Ne? Ich meine, davon gibt es haufenweise und die muss man nicht unbedingt haben. Ja, aber zu der nächsten Band hast du sicherlich einen stärkeren Bezug. Ja, Schwedentod allgemein ja schon. Demonical waren ja eine Zeit lang mal sowas wie die Nachfolgeband von Sentinex. Mittlerweile existieren beide, wenn schon eine längere Zeit, wieder parallel. Und ich muss sagen, bei mir hat sich die Wahrnehmung total verschoben. Ich finde Demonical mittlerweile stärker als Sentinex, als die Urband eigentlich von Martin Schulmann, dem Bassisten, der halt auch ein Urgestein einfach der Schwedentod-Szene ist. Ja, was denn? Irgendwas Falsches dabei? Nein. Ich habe darüber gelacht, wie du das gesagt hast. Meine Freundin hat gesagt, ich falle dir viel zu oft ins Wort. Fällt mir gerade so ein. Ja. Und deine Freundin, zeigst du mal, hast du schon großes, wenn du dir schon großes Bild auf den Tisch stellst, dann kannst du es auch zeigen. Darf sie ruhig im Bild sein. Ja, ich war okay. ganz stolz auf ihren Björn. Jetzt, du bist jetzt YouTube-Star oder sowas, ne? So. Ich hoffe nicht. Das ist ja neu. Ja, letztes Mal super nervös. Er hat sich umgebracht hier. Ich gehe nicht ins Bild, ich mache das nicht. Ich lasse mich auch nicht fotografieren. Da habe ich gesagt, ich muss das aber machen. Und die Leute müssen auch sehen, wie schön du dein Büro hier eingerichtet hast. Und dann hat er das ja gut gemacht. Und hast ja auch wirklich gute Kommentare bekommen. Also die Leute, die es geguckt haben, haben dir ja schön viel Zuspruch gegeben. Und Dank. Da haben wir uns alle drüber gefreut, nicht nur du, ne? Aber du besonders und deine Freundin auch. Sicherlich, war ja ein First. Mhm. Wenn ich die schon zeige, dann kann ich ja auch mal kurz den Weihnachtsstern von meiner Nichte, ist das, genau, sehr schön zeigen. Der musste auch hier ins Büro. So. Das ist auch schön. Jetzt zurück zum Thema. Dann macht Fotos für uns. Habe ich schon mal irgendwo im Fotogramm gesehen. Ja, das ist wohl wahr, aber im Impressum steht sie nicht. Nein? Nee. Warum hast du das denn nicht gesagt? Das ist ja schon ewig her mit den Fotos dabei. Ja, das müssen wir ja mal ändern dann. Ja gut. Das war mir nicht aufgefallen. Okay. So, Björn, weiter geht's mit... Blind Guardian. Ehemalige Lieblingsband von mir. Ehemalig heißt in den 80ern kennengelernt mit dem zweiten Album, in den 90ern vergöttert. Ja, bis eigentlich Imaginations from the Other Side. Und genau dieses Album steht hier im Fokus, weil es davon einen sehr, sehr wertigen Re-Release gibt. Es ist nicht der erste der letzten Jahre davon, aber in der Form hier ist er schon besonders. Meiner Meinung nach die stärkste Blind Guardian. Nur mal so reingeworfen. Also ich weiß, dass das nicht jedermanns Meinung ist, aber für mich ist das tatsächlich auch heute noch im Nachhinein immer noch ein 10-Punkte-Album. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die sich ein bisschen von Blind Guardian gelöst haben über die Jahre. Also ich respektiere die Band, aber es ist einfach nichts mehr, wo ich jetzt einem neuen Album entgegenfieber, das muss ich ehrlich zugeben. Aber Imaginations würde von mir immer noch 10 Punkte bekommen. Ist immer noch ein perfektes Album. Und die habe ich mir auch nie tot gehört, also die kann ich auch immer hören. Gilt für mich eher für den Vorgänger, der vielleicht noch eine Spur naiver ist, wo aber trotzdem schon Produktionsbudget, Produktionszeit, Abenteuerlust einfach sehr ausgereizt wurden von der Band. Mein Problem mit Imaginations ist, ich weiß nicht, wie oft ich in der letzten Heftvorstellung den Namen Queen in den Raum geworfen habe, aber hier sind es definitiv nicht die Queen-Chöre, die sind großartig. Die Refrains sind bis auf Bright Eyes, mit dem ich nicht klarkomme, fantastisch, aber... Bright Eyes ist doch super. Ja. Die Band fand den Song selbst nicht gut, steht glaube ich in der Story drin.
Also jetzt muss er erwähnt, ich meine mich zu erinnern, dass die den gar nicht aufs Album nehmen wollten. Aber es ist ein super Song. Ja, mein Problem ist aber eigentlich, dass ich bei Hansi viel mehr die klare Stimme mag. Und ab diesem Album habe ich da sehr verstärkt was Kratzigeres. Ja, seine Patty Mate Stimme. Genau, die Ronnie Atkins Stimme reingebracht. Und die ist noch viel besser. Da gehen die Meinung halt auseinander. Ja. Ich glaube, ich spinne. Mich hat er auch schon mal Spalter genannt, als ich ein Interview zu Night von den Middle-Earth mit ihm gemacht habe damals. Du bist auch wirklich einer der schlimmsten Spalter. Ja. Also, wenn du das gar nicht bist, dann wohl das. Weiter geht's mit Epic Metal. Was fällt dir denn zum zweiten Teil ein? Der erste, den haben wir ja lange abgehandelt im letzten Heft. 20 Seiten im letzten Heft. Jetzt kommt die Nummer 2, also Teil 2. Genau, hier wird eigentlich vor allem nochmal verstärkt ins Detail gegangen bei Themen, die im ersten Teil angerissen wurden, weil einfach erstmal die grobe Stilverästelung, wo kommt Epic Metal her und welche Möglichkeiten hat er, wie hat er sich weiterentwickelt, wurde da ja schon vielfach angerissen. Und hier geht es zum Beispiel jetzt beim Einstieg erstmal an, was haben Bathory mit Epic Metal zu tun, wovon sind sie Gründerväter in dieser Szene eigentlich? Genau, wer ist davon alles inspiriert? Natürlich in erster Linie auch die Band des Autoren des Artikels, und da ist natürlich Manuel Trummer und Atlantian Codex. Atlantian Codex sind ja, berufen sich ja in erster Linie auf Bathory und auf Manowar und auf Skald, haben wir letztes Mal schon erklärt, Skald ganz ganz wichtig, und Skald wiederum berufen sich auf Manowar und Bathory, also der Kreis schließt sich, und dann haben wir Bands wie Falkenbach und so weiter und Doomsword, und da geht Manuel halt sehr in die Tiefe. Dann haben wir nochmal über die Randbereiche geschrieben, also was am Rande von Epic Metal sich befindet und was man dazu zählen kann, aber nicht muss. Zum Beispiel Fates Warning haben sicherlich mit die epischsten Metal-Songs gemacht, die man sich vorstellen kann. Aber niemand würde die Band als Epic Metal einstufen oder also würde ihnen den Namen verleihen. Zumindest nicht die Fates Warning-Fans, die bei uns im Team sind. Die haben sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Ich hätte sie zum Beispiel reingenommen, aber Kosik findet das falsch und er ist der größte Fates Warning Fan bei uns. Und das Problem wäre dann auch gewesen, hier sind ja die Platten 50 bis 1 drin, also von der Top 100 des Epic Metal, die besten 50 Scheiben diesmal. Und wenn man dann noch solche Bands mit reinnimmt, dann verdrängen die, weil die alten Fates Warning Sachen so großartig sind, dann verdrängen die die reinen Epic Metal Klassiker von den Plätzen 1 bis 5, und das sieht dann auch scheiße aus, das geht auch nicht. Das passt dann irgendwie hinterher nicht mehr. Also verrat jetzt nicht, wer die Platten 1 bis 3 sind. Nein. Kann sich zwar ein Epic Metal Fan eigentlich selber zusammenreimen, aber diese Platten gehören auch auf die Plätze 1 bis 3. So, und wenn da dann aber Awaken the Guardian auftaucht oder so, dann ist es eben irgendwie nicht richtig. So, das ist irgendwie komisch. Oben war ja ein ähnliches Problem halt einfach. Ja, genau. Mhm. Genau. Du darfst mir übrigens auch ins Wort fallen. Echt? Hat einer das gesagt? Mhm. Na gut. Mach das ruhig mal. Er redet nämlich wie ein Wasserfall normalerweise. Also er ist ein bisschen kamerascheu. Aber wenn ich ihn zum Beispiel fragen würde, Björn, ist heute die CD von XY angekommen? Dann würde ich nicht ein Ja oder Nein zur Antwort kriegen, sondern ich würde die Band History zur Antwort bekommen. Ne? So wie du Plattenkritiken schreibst, so redest du auch. Also es ist noch nie passiert, dass du eine Information, also eine alleinstehende Information weitergegeben hast. Das passiert nicht. Das gibt es bei dir nicht. Ich weiß nicht, ob wir daran arbeiten sollen oder ob es einfach dabei bleibt, wie es ist. Ich denke, da kann man nicht so viel machen. Das ist so warst du schon früher zu Rock-Hard-Zeiten. Da hat sich etwas geändert. Aber normalerweise spricht er halt viel mehr. So, das wollte ich eigentlich sagen damit. So, haben wir jetzt den großen Spiel, was wir das Special schon geschafft? Genau, okay. Deine Geschichte. Nee, du bist zu weit. Hey. Stelka Taramis. Ach so, die habe ich überblättert? Ja, oh. Hast du überblättert. Oh, sorry. Die sind zwischen... Sorry, okay. Also Stelka, ich würde mal sagen Stalker, auch wenn sie E-Strichelchen haben, über dem E, aber das Wort heißt ja Stalker. Ist mir aber auch wurscht. Und danach Taramis ist eine History-Geschichte, ne? Über die alte Goldband Taramis. So, und jetzt kommt dein Thema. Jo, Dark Tranquillity. Da muss ich nicht ehemalige vorsetzen, wenn ich Lieblingsband sage, sondern die sind seit Ewigkeiten, seit dem Debütalbum.
Eine Band mit einem unglaublich hohen Wiedererkennungswert, eine Band, die sich trotzdem permanent verändert und ja, eigentlich alles das richtig gemacht hat, was in Flames falsch gemacht haben, wenn ich mal ketzerisch sein darf. Okay, kann man so sehen. Ja. Das kann man sogar so sagen, weil es ja eine starke persönliche Verflechtung der Band in der Frühgeschichte gab. Genau. Michael Stanne, der heutige oder der langjährige Dark Tranquillity-Sänger, hat das in Flames-Album eingesungen und umgekehrt. Und ja, dann haben sie einfach beide Bands für unterschiedliche Wege entschieden und den Dark Tranquillity gehen, finde ich, abgesehen von der Art, wie sie ihre Grafik, also sprich Cover, T-Shirt-Designs und sowas seit Ewigkeiten gestalten, fantastisch. Wobei das auch wieder innerhalb der Band bleibt, also der mittlerweile Ex-Gitarrist Niklas Sundin ist für den ganzen Grafikbereich zuständig. Dementsprechend wird der Band da also nichts übergestülpt von Labelseite oder sonst irgendwo, was sie nicht wollen würde. Nee, das natürlich nicht. Das, wenn wir gerade davon sprechen, das Label ist ja Centric Media bei Dark Tranquillity und die stülpen ihren Bands ja nichts über, aber eine Band hat es aus Spaß versucht, und zwar Asphyx. Asphyx ja. Haben, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir das ein, weil Asphyx haben aus Spaß einen True Heavy Metal Song aufgenommen, um damit das Label zu schocken und haben gesagt, hier, wir wollen mal einen Stilwechsel machen. Husky kam an und war also total begeistert, hat den Song vorgespielt, hat sich gefreut wie ein kleines Kind und ist hier rumgehopst und hat gesagt, das wird unsere neue musikalische Richtung und das, genau, das haben sie bierernst ihrem Promoter. Das Label ist auch eine Stunde drauf eingefahren. Ja. Ne? Ja. Und war schockiert, hätte aber ja, gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Ne? Warum eigentlich also, nicht, Chöre? Ja, gut, okay, ich weiß nicht, ob ein Asphyx-Fan unbedingt True Metal hören möchte von seiner Lieblingsband, dann sollte er vielleicht lieber ein Running Wild Album kaufen oder sonst was. aber ich erzähle das nur, weil du es gerade hörst, mit dem Überstülpen sagtest. Ja, bei Dark Tranquillity, das Einzige, was mir nicht gefällt am neuen Album, ist das Cover-Artwork. Ja. Das finde ich komisch. Ich finde, das doch die Musik nicht aus, aber das ist meine Meinung. Dread Sovereign. Ja, unser Alan. Und mal wieder ein Soundtrack-Sieger. Genau. Relativ unerwartet, fandest du zumindest. Ja, ich bin ja immer schon Fan von all seinen Sachen gewesen. Ich finde, Alan macht keine schlechten Platten. Egal ob das Twilight of the Gods, Dread Sovereign oder Twilight of the Gods war super. Ja, damit fremde ich nach wie vor. Das ist aber auch das Einzige. Dread Sovereign oder Primordial. Also, ja gut, ich sag ja, gilt auch nur für mich, aber ich finde eigentlich alles, was er anrührt, immer, das geht bei mir immer in den neuen Punktebereich rein. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Dread Sovereign so stark wird und dass die vor allem Soundtrack-Sieger bei uns wird. Mhm. Weil ja nicht jeder diese Ansicht über seine Musik hat, wie ich. Aber ist es geworden, ist Soundtrack-Sieger geworden und ist auch ein sehr starkes Album. Etwas weniger Doom als bislang, etwas mehr rauer Heavy Metal. Ja, und dann geht es aber wie immer, wenn man mit Ellen spricht, auch um andere Dinge. Es geht auch um Politik und um, was weiß ich, den Ruf, den er hat. Und der Typ eckt auch gerne an und ja, auch nicht immer so in der allerbesten Weise, sag ich mal, oder in der allerschlausten Weise. Und naja, da darf man ihm auch die eine oder andere Frage mal zu stellen. Aber Ellen ist ein schlauer Kopf und gibt natürlich auch dann schlaue Antworten auf solche Fragen. Und für manche sicherlich auch unerwartete. Ja. Denke ich auch, aber das sollen die Leute mal selber entdecken. Iron Angel, eine Geschichte von Lars Schucker. Kommt ein Heft zu spät, aber immerhin kommt sie, die Geschichte. Das Album hatten wir ja schon im letzten Heft. So, dann Evil Dead hatten wir auch das Album im letzten Heft, aber Frank Albrecht wollte unbedingt dazu noch eine Story machen und hat die Band auch verdient. Ist also ja schon aus meiner Sicht schon eines der Jahreshighlights auch, die Scheibe. Absolut. Im ruppigen Thrash-Bereich. Ich meine, sie haben ja schon mehrere Anläufe genommen, was ein Comeback betrifft, aber haben es halt nie zum dritten Album geschafft bis jetzt. Und im Vergleich mit Exorder, die ja eine ähnliche Geschichte haben, was das betrifft, muss man sagen, dass Altfans hier mit United States of Anarchy definitiv nicht fremdeln werden, weil es hier keinen Stilbruch gibt. Und keine Weiterentwicklung, die eigentlich nur erklärt werden würde, wenn zwischendurch mehrere Alben rausgekommen wären, auf der die schrittweise erfolgt wäre. So wie es bei Exorder ja gewesen ist.
Und das ist hier nicht so. Das sieht man am Cover-Artwork auch eigentlich. Die Texte sind politisch schwach, wie sie früher waren. Also im Prinzip kann man es mit einem alten Songtitel der Band sagen. Band over, here it comes again. Das hast du schon gestern einstudiert, oder? Das hast du schon gestern überlegt. Ja, weil ich nämlich nochmal nachgeguckt habe, wofür Bohika die Abkürzung stand von dem einen Songtitel. Und da dachte ich, okay, clever, clever. Wayfarer. Ja, nochmal ein Manuel Trummer. Ja, Manuel hat wieder viel geschrieben. Eine ganze Menge, ja. Lieblingsband von ihm auch sehr speziell. Muss man die Story lesen, ansonsten macht es vielleicht nicht so viel Sinn. So, dann haben wir Redaktionspoll 2020. Sag du mal was dazu, ich blätter die Seiten durch. Also, ja, was soll man dazu sagen? Ja, was verschiedene Arten von Bachets halt einfach. Hm? Und so. Ist zum Beispiel ein Pollbogen dazwischen, den man ausfüllen kann. Auf Rückseite sieht man Preise, die man gewinnen kann. Wir haben ein paar richtig gute Boxsets an Land gezogen, also sichert euch die Dinger, die sind... haben schon alleine den dreifachen Wert eines Abos, würde ich sagen. Also zumindest die Rushbox. Dürfte ja, es kommt mit dem dreifachen Wert von hin. Ja. Und dann diese Holzbox von Kettle Decapitation ist auch super. Und zwar so Randwallboxen und Ice Earth Box, die schon rar ist. Ja, was fällt Ihnen denn ein, Herr Jaschitz? Ja, ich meine, die letzten Pollen. Wenn Sie so einen Pollen sehen. Ja, die letzten Jahre waren eigentlich immer davon dominiert, dass vor allem halt Live-Anekdoten dann nochmal aufgewärmt wurden oder die Lieblingskonzerte, die man gesehen hat. Das war dieses Jahr natürlich anders. Das konnte man in der Form nicht bringen. Und ganz allgemein, jeder hat ja auch immer so eine Art Schlusskommentar da, das ist oftmals schon sehr nachdenklich oder ja. Schon fast aggressiv politisch, oder? Also ich meine, im Prinzip finden wir niemanden, der sich nicht zur Lage der Nation oder der Welt geäußert hat. Ja, mal mehr, mal weniger. Es gab auch Leute, die bewusst im Musikbereich geblieben sind und das nicht gemacht haben, weil man kann das Thema nicht aussparen. Natürlich betrifft es uns, die Musikszene und viele unserer Freunde, die natürlich auch im Moment rumkrebsen und so. Das ist ja klar. Und dann gibt es ja auch ein paar ärgerliche Entwicklungen, die eben auch in die Musikszene mit reinspielen, die man auch nicht ganz außen vor lassen kann. Stichwort Corona-Leugner und so weiter. Sind wir schon am Ende angelangt? Oder? Ja, knapp. Tyson gibt gerade ein Zeichen, dass wir gleich wieder einen Schnitt machen müssen. Gut, aber es gibt auch ein paar ärgerliche Sachen, die man auch loswerden muss und so, und mit denen wir einfach auch zu tun haben. Da kommen wir nicht drum rum. In der Produktion dieses Heftes lag auch die US-Wahl, und wenn ihr das jetzt hier seht und das Heft zu Hause liegen habt, dann ist das Theater hoffentlich vorbei. Das Theater der US-Wahl, aber auch das ist ja eine Sache, die ja auch Europäer nicht kalt lassen kann. Also was da in Amerika passiert, hat halt auch einen Einfluss auf uns. Und es gibt Musiker, die sich dazu äußern und auch nicht immer in sehr schlauer Weise, und wir reagieren da natürlich auch drauf. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Also egal, ob das jemand jetzt schlau findet oder nicht, das ist uns wurscht und das machen wir. Ja, und deswegen gibt es eben viele Kommentare, die auch in diese Richtung gehen und sich mit den Sachen beschäftigen. Und ja, unsere Meinung dabei eben auch nicht unterdrücken. Ne? Ja. Jo. War's das zum Pol? Das war's zum Pol, ja. Ja. Okay, dann ab ins Fjordland zu Spider God. Das ist auch wieder eine Band, zu der ich herzlich wenig sagen kann, weil sie musikalisch meinen Rahmen sprengt. Stichwort Saxophon alleine. Aber... Ja, es ist schon was Experimentelles, aber es ist trotzdem gleichzeitig auch klassischer Rock. Also nicht, dass es jetzt hier, dass wir jetzt hier den Eindruck... dass man jetzt hier den Eindruck erweckt, als wird das jetzt hier in den Jazzbereich gehen oder so. Das ist es ja nicht. Ne? Spider God muss man sich einfach mal anhören. Ja. Ist eine Lieblingsband von Ben Klein, und der meinte, wenn man die Band mal vorstellt, dann muss man es auch richtig machen. Hatte auch recht, und deswegen gibt es drei Seiten Spider God. Und dann kommt eine Band, die sieht nicht aus, wie sie klingt. Nee. Gamma Bomb. Genau. Die sehen eher aus wie Kumpels von Tyson, der gerade hinter der Kamera steht. Aber die machen was für Musik? Ja, Trash Metal, und zwar nicht nur Fun Trash, genau darum geht es auch ein bisschen. Also genau. Wenn man sich das Foto anguckt und an Aylstorm denkt,
dann nicht mal geografisch vielleicht ein bisschen richtig, aber stilistisch total daneben. Ja, genau. So. Die Geschichte ist von Andreas Stappert. Und da soll ich, der hat sich bitterlich beschwert letztes Mal, weil ich ihn immer auf ein Genre festnagel. Ich sage immer das Stappert-Universum und meine damit Doom. Der hört auch nur Doom, aber angeblich tut er das jetzt doch nicht. Und ich soll es nicht immer sagen, weil er wäre ja so vielseitig. Das sehen wir dann noch bei den verrückten Jules gleich noch. Aber das stimmt aber eigentlich. Also Stappi ist schon eigentlich einer, der von A bis Z das Spektrum des Heftes durchhört. Aber sein Spezialgebiet ist halt immer der Doom, ne? Da muss er auch mitleben. Und da hat er ja auch Ahnung. Das ist ja nichts Schlechtes. So, Under a Funeral Moon. Mit zum Beispiel Uprising, Black Evil, Urinomos. Also nicht wie der Mayhem-Musiker, sondern Urinomos. Sehr starkes Album. Ja, sicherlich nicht nur für ehemalige Desaster-Fans empfehlenswert. Ja, weil der Okkulte da singt, aber... es klingt nicht wie Desaster, es klingt schon ein bisschen anders. Also es klingt eher wie Venom, aber nicht wie die ganz rumpeligen Venom, was man erwarten würde, wenn man bei der Band, die auf diesen Seiten ist, an der Funeral Moon, sondern es klingt eher wie meiner Meinung nach Venom zwischen Album 2 und 3. Also die Singles, die zwischen Album 2 und 3 kamen, die klingen, in diese Richtung geht dieses Album. Ich finde es sehr stark. Welche Singles kamen zwischen Album 2 und 3? Cut. Du weißt doch alles. Habe ich jetzt tatsächlich das eine Thema erwischt, was du nicht weißt? Klar, so wie Schleutermann, wenn er mich nach Siren fragt und ich dann auch immer epic faile. Die Hard zum Beispiel. Ah, okay. Kurz nach Black Metal. Sorry, ich wollte dich nicht, deine Wissenslücke aufdecken. Ich hab's verdient. Naja, du hast ja nur eine Wissenslücke, also das weißt du ja alles. Iron Savior, Insidious Disease, Voivod? Warum Voivod? Von Wolf. Ja, was hat er denn schon wieder mit Voivod? Live-Album hat er. Genau. Ich meine, es mangelt momentan nicht an Live-Alben. Offensichtlich geht es darum, so ein bisschen auf beiden Seiten, ne? Musiker wie Fans halt einfach was zu beheben. Gerade den Missstand, dass man nicht zu Konzerten gehen kann. Genau. Was allerdings nicht bedeutet, dass das jetzt hier ein Live-Album wäre. Was unter normalen Umständen nicht hätte erscheinen müssen, weil es das nicht wert gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Abschluss einer Ära und die Ära bedeutet Wolf viel. Wolf ist ja ein riesen Voivod-Fan und deswegen hat er das genommen, dass da jetzt ein Live-Album erscheint, ist halt nur ein Aufhänger, aber nicht so entscheidend. Communic, die hat auch viele bei uns begeistert, ne? Die Scheibe. Michael Kosig zum Beispiel, der die Story geschrieben hat und Frank abgeluchst hat. Frank war stocksauer, ja. Aber Kosig hat die Geschichte geschrieben. Ja, eine Band, die in ihren Anfangstagen permanent und nicht ganz unberechtigt mit Nevermore verglichen wurde, aber sich meiner Meinung nach längst freigeschwommen hat innerhalb dieser Stilistik. Also sehr progressiver Power Metal und sehr emotional. Im Interview wird man dann auch darauf stoßen, warum es keine Blümchen-Pflücker-Texte sind, die da vertont werden. Dann auf der ersten Leserbriefseite, eine Sache müssen wir unbedingt was zu sagen. Es gibt eine Katze, Tyrant, die ist benannt nach dem Niflheim, beziehungsweise Niflheim, muss man sagen. Nach dem Niflheim-Musiker Tyrant ist die Katze tatsächlich benannt. Und die Katze ist die Katze der Sängerin von Dolch aus Berlin. Und die Katze sitzt vor dem Niflheim-Poster und guckt genauso wie ihr Namensvetter. Also greift den Mond an. Ja. Das ist also wirklich ein super Bild. Und das Bild ist, das Bild hat uns, haben uns die beiden von Dolch geschickt. Und das ist also etwas, das solltet ihr euch genauer angucken. Die Feinheiten auf dem Bild sind klasse. Dann drei Seiten Paragon von Martin Brandt. Ja, ich meinte ja schon zu dir, das ist eine Band, die ich irgendwie sträflich vernachlässigt habe, obwohl sie stilistisch eigentlich genau mein Ding sein müsste. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich kam ich mit dem Gesang nicht klar, das ist ja meistens der Dreh- und Angelpunkt, wenn es nicht der Drum-Sound ist. Und was man definitiv Paragon zugutehalten muss, ist einfach ihr unglaubliches Durchhaltvermögen, auch wieder in dem Sinne. Ne? Seit Anfang der 90er dabei. Du bist ja nicht der Einzige, die Band, du hast ja gerade gesagt, sträflich verkannt hat. Da geht es ja vielen so. Deswegen auch diese Story, dass eine Band, die seit Ewigkeiten gibt und seit Ewigkeiten eigentlich immer gute Alben macht, also immer
ähnlich gut. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber die halt keiner wirklich am Schirm hat. Und die aber schon unterbewertet sind. Genau, und es gibt eine schöne Querverbindung noch zu Iron Savior, zu deren Story wir ja gar nichts gesagt haben, weil Pete Silk ja viele Alben von ihnen produziert hat und sich da auch genau wieder die Geister dran schieben. Pete Silk hat eine sehr bestimmte Art, Chöre zu arrangieren und in Szene zu setzen. Und ich mag sie sehr, aber andere im Truer than True Metal Bereich nicht unbedingt. Roadwolf ist eine neue Band, eine traditionelle Heavy Metal Band aus Österreich. Soll ich sagen, Richtung Petty Mates, Sexton und so weiter. Acceptus mit drin, also richtig klassischer Metal, hat uns sehr gut gefallen. Und Lothar Hausfeld findet es absolut super und hat auch die Story gemacht. Dann kommen die Reviews mit Dread Sovereign an der Spitze. Lassen wir mal einfach für sich stehen. Oder beziehungsweise, wenn du möchtest, sag was dazu. Nee, was soll man da rauspicken aus der Masse? Hat Tyson etwas luftiger layoutet als sonst, mit mehr großen Fotos drin. Sieht gut aus, finde ich. Liest sich auch etwas angenehmer. Wir haben manchmal Probleme mit der Punktgröße der Schrift. Also das sagen uns ja auch manche Leute. Und ja, ich gehe da immer von mir selber aus, weil ich bin ja jemand, der eine Lesebrille braucht und nicht die besten Augen hat und so. Und wenn ich irgendwas noch angenehm finde zu lesen, dann ja, dann ist es hoffentlich okay. Also bei den Plattenkritiken fällt mir das zum Beispiel auf, dass das etwas luftiger aussieht. So. Wir haben allerdings auch, glaube ich, zwei Seiten mehr, ne? Also wir sind wieder auf 148 Seiten gegangen, ja, mit diesem Heft. Wir hatten ja die letzten Hefte 140 Seiten gemacht, weil ja die Live-Seiten fallen ja raus aus dem Heft und es fallen auch ein paar Anzeigen raus aus dem Heft und wir haben, um den um ein bisschen auch unsere Kosten zu minimieren, weil eben Anzeigen wegfallen, hatten wir jetzt drei Hefte, glaube ich, mit 140 Seiten und jetzt haben wir wieder 148. Das gibt den Plattenkritiken etwas mehr Luft und dadurch haben wir auch die ein oder andere Story mehr im Heft, weil ja immer noch natürlich die Live-Seiten fehlen und die Anzeigen sich auch nicht auf wunderbare Weise vermehren. Aber dank eurer vielen Abos, das betone ich ja jedes Mal, das ist das, was uns hier aufrechterhält und auch die Direktbestellung bei uns, die Heftbestellung. Heute sind wir dabei, eigentlich die zu verpacken. Ne? Heute kam das neue Heft aus dem Druck und wir sind jetzt dabei, die Direktbestellung hier zu verpacken. Husky kommt auch noch, hilft uns und dann bringen wir es zur Post. Und bis morgen Abend haben wir das alles weg, ne? Haben wir das alles abgearbeitet. Aber das sind die Sachen, die uns halt über die Monate gebracht haben. Und deswegen können wir wieder 148 Seiten machen mit Poster und mit allem Drum und Dran. Ja, Forgotten Jewels, da ist das zum Beispiel so ein Punkt, der für die Vielseitigkeit von Stappi spricht. Joanna Dean ist nicht Doom. Das ist wohl wahr. Das ist aber sowas von nicht, ne? Ja, nee, Stappi hat von allem Ahnung. Also ist schon einer, der ist auch sehr geschmackssicher, meiner Meinung nach. Also Stappi halte ich für äußerst geschmackssicher. Aber er ist normal im Doom auch unser größter Fachmann, ne? Also ja. Da dürfte er, so wie Limey im Death Metal, jede Band kennt, die jemals einen Ton Death Metal gespielt hat, egal ob der veröffentlicht worden ist oder nicht. So kennt Stappi im Doom jede Band. Jetzt gerade dreht er durch bei Purification, ne? Das ist sein neuestes Ding. Und da sitzt er gerade an der Story. Also er ist wirklich da wirklich ganz nah dran. Also wenn irgendwo in dem Genre irgendwas erscheint, was von Belang ist, dann erfahre ich das von Stappi zuerst. Deswegen sage ich mal Stappert-Universum. Mhm. Also das ist ja nicht abwertend gemeint. Unsere Abo-Werbung. Unser Maniac der Ausgabe ist diesmal weiblich, Caro Blofeld, Interview von Michael Kosig. Dann haben wir hier Megaton Sword von Michael Kosig. Ja, die klingen so, wie sie aussehen. Ja, ist ja eine von den wenigen ganz aktuellen Bands, die es in die Zusatzliste vom Epic Metal Special geschafft haben. Ne? Da haben wir doch eine Liste mit 100 Alben, die man
außerdem noch kennen sollte, die dann nicht einzeln vorgestellt werden. Und das sind sie jetzt drin. Ja, genau. Mit genau dem aktuellen Album. Haben sie auch verdient. So, dann haben wir die Dungeons, wie immer zusammengestellt von Michael, Martin und Olli. Und dann neigt sich das Heft dem Ende zu. Haben wir noch eine Seite durch live, als sie noch spielen konnten in Leipzig. Da waren wir, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon was zugesagt. Ja, und dann sowas, dann kommen ein paar Tourdaten mit hoffentlich stattfindenden Konzerten im nächsten Jahr und die Vorschau, das war's. Ja, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu lang und zu anstrengend. Aber gestern hat mir noch jemand gesagt, wir sollen immer länger werden. Gibt auch nicht so einige, die sagen, wir sollen mal langsam aufhören. Also sind wir irgendwo in der Mitte gelandet. Ich hoffe, es war unterhaltsam und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.